Was wir hier sehen, ist eine klassische Dreiecksbeziehung. Die Magnetstäbe haben einen Nordpol und einen Südpol. Gegensätze ziehen sich an, gleiche Pole stoßen sich ab. Die Stäbe sind so angeordnet, dass immer drei Pole aufeinandertreffen. Daher gibt es keinen Idealzustand, sondern nur Kompromisse. In unserer Forschung nutzen wir diese Kompromisszustände, um Bausteine für Quantencomputer zu entwickeln.